Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Dishonored 2. So, ich habe hier noch gerade einen Apfel gesehen. Genau, den essen wir mal fein und dann gehen wir jetzt nach unten. Einen Journalisten haben wir gerade gerettet. Also auch eine Schreibmaschine. Erstmal spähen. Okay. Wieder nicht. Ist auch nur eine Schreibmaschine. Ich denke immer, das sind diese Audio-Dinger. Was kann ich zu Geld machen? Okay, weiter geht's. Ach, das ist der Journalist. Da draußen ist eine Wache. Ich sehe eine Wache. Da ist eine Frau. Okay, zwei Wachen. Ich lasse die Wache erst vorbeigehen, schnapp mir die andere in der Zeit. Wenn er jetzt mal weggehen könnte, wäre das sehr vom Vorteil. Dankeschön. Gehen wir doch zur Magistratin. Vielleicht weiß sie Rat. Das ist Emily Caldwell! Was ist hier los? Scheiße. Du bist am Ding! Wow! Nicht fliehen! Keine Gnade! Ja, wow, Leute! Dann schlag nach! Nein! Ich bin tot! Scheiße, was war denn das denn gerade für. Sorry. Aber ich hab. Was war denn. Ich bin voll in ein Wespennest gelaufen, ne? Ey, voll in ein Wespennest, ey. Ich darf da nicht was. Ich dachte daran, einen Picknick im Garten zu veranstalten. Ich sollte Leibwächter anstellen. Ich fühle mich nicht mehr sicher. Kommt der jetzt hier runter? Ich helfe dir beim Suchen. Moment, ich sehe mich da drüben um. Oh. Ich hätte genau hier jemanden gesehen. Was? Sehen wir uns lieber um. Bin sicher, da war jemand. Nein, hier sehe war doch niemand. Ich erinnere mich, was das wohl war. Oh, Scheiße. Wer das war. Ha! Das ist Emily Caldwell. Scheiße. Nein. Was? Ist das der Kronenleuchter? Ich will nicht sterben. Ist das vorhin? Die Straße ist auf ich der muss Weg. Hier verschwinden. Ich rede mal mit dem Kapitän dort. Suchen kommen. Nein. Ich habe keine Zeit für sowas. Komm her und kein Es war hart, in Dunwall Geschäfte zu machen. Schlag mich doch! Oh. Die Stadtwache hat mit diesem irren Kronen. Fuck, ey. So klar, er weiß, wie er mit dem Boss reden muss. Und mit dem Streit der Kaiserlichen wird sie nicht das hier ist weg. Das glaube ich auch. Boah. Scheiße, wo ist der Captain? Wie soll ich denn da hinkommen, ey? Ich kann schwimmen, stimmt. Scheiße. Wo ist sie?
Verfluchte Hutmacherbande. Kaufen weiter, was wir kriegen und holen uns Schutzgeld von den Händlern. Ganz. Ist was da jemand? Sofort zeigen und. Nein! Niemand hat mir zu widersprechen. Nicht, wenn sie bezahlt werden wollen. Wie geil. Boah, bin ich gerade geil geflohen, ey. Ich hätte da bestimmt doch was machen können, oder? Ich bin mir nicht sicher. Das waren aber auch viel zu viele da drinne. Das waren ja mega viele. Okay, das hier ist Strand. Ich denke, ich werde jetzt mal einfach... Ich denke, ich werde jetzt einfach mal so auf diesen Weg zurückgehen, wie ich es getan habe, oder? Okay, die Tür ist blockiert. Okay, das tut weh. Okay, können wir schwimmen, ohne dass uns irgendetwas frisst? Ich weiß noch nicht mal, ob die Ratten uns jetzt was tun. Ich weiß nur, dass ich so im ersten Teil habe ich mich immer gediegen von den ferngehalten. Jemand hat uns gesehen. Oh. Oh. Wow. Hey. Wirft die mit Stein, ey. Worauf wartest du noch? Hallo? Wow. Wie kann ich denn Tränke nutzen? B. Okay, so. Los! So. Schluss jetzt mal hier. Wie bitte? Ha. Er kommt rüber, er kommt rüber, er kommt rüber. Moment, ich sehe mich da drüben um. Okay. Drei. Fällt mir nicht. Ich sehe mich mal um. Ja, wo ist er denn? Keine Ahnung, aber da war was. Da hat sich ganz sicher was bewegt. Ich frag mich, was das nur war. Verdammt, ich muss pinkeln. Ich schwimme. Ist klar? Hier ist niemand. Ich schwimme einfach. Ich denke, das ist die beste Möglichkeit. Um zum Captain zu kommen. Hurala. Erreiche. Um den Schutzherrn zu warnen. Wohl zu spät. Und jetzt? Hey, hier drüben. Lady Emily, Sie werden nicht weit kommen. Ihr Gesicht ist auf allen Münzen. Es ist ein Staatsstreich im Gange und man hält mich für den Kronmeuchler.
Es ist mir egal, wie ich aussehe. Ich bin Megan Foster. Ich arbeite für einen alten Freund, Anton Sokolov. Ich bringe schlimme Kunde aus dem Süden und eine Warnung. Ich kenne Anton, aber Corvo ist weg. Der Herzog von Zerkonos ist hier und eine gewisse Delilah. Sie haben alle im Thronsaal getötet. Dann hat sie etwas Seltsames gemacht. Ich konnte nur noch fliehen. Manchmal spielt das Leben so. Das ist mein Schiff, die Dreadful Whale. Los geht's, sobald sie bereit sind. Ich muss nach Karnaca, wo die Meuchelmorde begonnen haben. Delilah war sicher eine Zeit lang dort und ich will herausfinden, was da los ist. Sie sind Corvos Tochter. Das sehe ich. Fahren wir? Also eigentlich, ich finde es eigentlich schade, dass ich, also von mir aus finde ich schade, dass ich nicht noch in den Thronsaal reingegangen bin. Ach ja, vielleicht hätte ich da noch irgendwas auslösen können, irgendwas finden können. Ich weiß es nicht, wenn es überhaupt der Thronsaal war, wo ich Ramsay halt, ne? Aber da waren ja auch noch zwei Wachen. Dann finde ich es schade, dass da jetzt gerade, ich weiß nicht, was war das, die Bank oder ein Hotel? Wo ich ja gerade abgeschlachtet wurde. Finde ich auch doof, dass ich da nicht rein bin, aber das waren echt zu viele. Das waren einfach viel zu viele. Und ich glaube, manchmal ist es wirklich besser, einfach zu gehen. Okay, ja, ich bin bereit. Ich habe hier nichts mehr zu suchen. Ja, bin bereit. So, mal gucken. Was haben wir denn? Ein langer Tag in Dornville. Mission abgeschlossen. Letalität. Zivilisten getötet 0. Gegner getötet 6. Insgesamt getötet 6. Barmherzig. Niemanden getötet. Zack. Alarme ausgelöst. Nope. Leichen entdeckt. 3. Entdeckungen 13. Geisterhaft. Nie entdeckt. Oh. Was heißt das Kreuz? Heißt das, das war gut oder heißt das Kreuz, das war schlecht? Ich weiß es nicht. Schleichen, ja, bin ich nicht gut drin. Nicht tödlich, bin ich auch nicht gut drin. In Angriff, ja, da bin ich immer sehr gut. Angriff macht mir immer Spaß. Runen, Outsider-Schreine, Knochen, Artefakte, Münzen. Ich nur 672 gefunden von 1490, siehste. Gemälde nur 1 von 2. Ach ja. Pressefreiheit, oh, den Drucker, den Dornwell-Kurier vom Herzog Abels Agenten beschützt, Reichtum des Reichs, Gold aus den Notreserven des Schutzraums, Ramsays Schatz, Mortimer Ramsay in den Schutzraum eingesperrt mit einem Goldschatz sowie Nahrung und Wasser für einen Monat. Cool. Ich habe anscheinend alles erreicht, was ich wollte, außer halt das mit dem Geld und so, ne, das ist ja eigenartiger Besuch, zwei eigenartiger Besuch, irgendetwas stimmt nicht, finde heraus, was los ist. Ich noch auf Megans Schiff? Seltsam. Na, da läuft auf jeden Fall eine Spülung oder sowas. Okay. Was? Was ist das hier? Wo bin ich? Oh nein, der Outsider. Ich glaube, wir kriegen gleich unsere erste Kraft. Ich fühle, wie sich etwas nähert. Beobachtet. Kaiserin Emily Caldwin. Ich bin ein Freund deines Vaters aus schlechten alten Zeiten. Ich hätte nie gedacht, dich zu treffen. Ich sah den Tod deiner Mutter durch Intriganten, die nach deinem kleinen Reich gierten. Gerettet vom maskierten Mann. Ich dachte schon, das wär's mit der Aufregung. Jemand hat dein Leben zerstört. Du hast deinen Thron und deinen Vater verloren. Und Delilah wird beides nicht so leicht hergeben. Also, was bist du nun bereit zu tun? Oh, kaiserliche Majestät. Oh mein und Gott. Stellst du es schlau genug an, ohne ein Meer von Blut zu vergießen? Das habe ich Corvo vor 15 Jahren gefragt. Dieser Moment hat ihn verändert. Nun bist du dran. Ah, wahrscheinlich, wenn wir jetzt den ersten Teil gespielt hätten,
wäre vielleicht jetzt irgendwie gekommen von wegen so, das habe ich Corvo auch gesagt vor 15 Jahren. Er hat nicht auf mich gehört, irgendwie so. Oder er hat genau das getan, wie ich wollte, so von wegen, er hat kein Blut vergossen halt, ne. Und ansonsten, er hat nicht auf mich gehört, hier, er hat Blut vergossen bis zum geht nicht mehr. Ansonsten, sei das Zeichen des Ausdrucks halt ein Angebot ablehnen, Modus, keine Kräfte. Oh, das kann man auch, das ist ja interessant, aber das ist richtig geil, ja. Das heißt, Corvo könnte vielleicht auch die Kräfte diesmal ablehnen. Das Zeichen des Outsiders annehmen will ich, aber ich will Kräfte haben, auf jeden Fall. Es brennt tief in mir. Es ist, als stünde ich am Rande von etwas. Weitreichen. Alle Geschichten, sie sind wahr. Uhala. Oh, der war gut. Unglaublich. Das ist geil. So werde ich Vater retten und meinen Thron zurückerobern. Okay. Was war das jetzt? Was hatte das jetzt zu bedeuten, der Typ? Corvo war schon mal hier. Das Herz. Ich kenne dich. Erinnerst du dich? Es ist lange her und vieles geschehen. Aber auch dem Echo meiner selbst tut es gut, dass du hier bist. Mutter, du bist hier. Und doch nicht. In meiner Hand. Doch woanders. Nur ein Relikt meiner Essenz, die noch bei dir weilt. Wie sehr ich mich danach sehne, dich in meine Arme nehmen zu können. Doch höre mein Angebot, Geschenk und Fluch zugleich. Rufe mich zu deiner Hand und ich werde dich führen. Das Herz, spüre mit dem Herz Runen, Knochenartefakte auf. Wenn du das Herz in die linke Hand nimmst, kannst du Knochenartefakte und Runen aufspüren. Das Herz schlägt und leuchtet auf, wenn ein Knochenartefakt oder eine Rune in der Nähe ist, und schlägt schneller, je näher du kommst. Das Herz flüstert dir Geheimnisse zu, wenn du an bestimmten Orten LT drückst oder eine Person anblickst. Es ist ein bisschen, ne? Es ist ein bisschen... Hier stehen keine Sterne am Himmel. Es liegt kein Himmel. Aber das mit dem Herz ist ein bisschen eigenartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sollten nicht hier sein. Niemand sollte das. Das ist geil. Wer ist Delilah wirklich? Wie konnte sie? Ich versteh's nicht. Drei waren Herrscherinnen. An diesem Ort gibt es eine seltsame Kraft. Ich werde nie wieder im Sonnenschein gehen. Das weiß ich jetzt. Warte mal. Derjenige, der mein Leben nahm, ist noch auf der Welt. Aber er hat sich zurückgezogen. Wer ist sie denn hier? Vor kurzem war ich noch ein Mädchen, dann eine verliebte junge Frau, schließlich eine Kaiserin. Boah, das Herz geht voll ab, ey. Was bin ich jetzt? Kaum
Kaum jemand ist so wie Delilah. Ich habe sie aus Blut und Dreck emporsteigen sehen, bis sie schließlich von den weisesten Gelehrten des Reiches stehlen konnte. Ehrgeiz und Überleben, Kunst und Magie, mit einer Raffinesse, die alle um sie zu kriechern macht. Das Ende hast du ja am Dunwall Tower selbst erlebt. Delilah spielt ein langes Spiel. Sie hat jede erdenkliche Qual erlitten und hat nun eine Krone. Aber ich verrate dir was. Sie hat etwas wesentlich Größeres im Blick. Wir haben eine Kraft. Als ich 10 Jahre alt war, habe ich mich im Unterricht gelangweilt und von Schwertkämpfen und der Seefahrt geträumt. Jetzt erkenne ich, dass die Welt noch seltsamer ist, als ich gedacht hätte. Alles Vertraute wurde auf den Kopf gedreht. Aber ich werde das schon durchstehen. Auf der juwelenbesetzten Karte im Dunwall Tower ist Karnaca der südlichste Hafen des Reichs. Ein dicker, roter Rubin. So habe ich es mir gemerkt. Von nahem riecht die Stadt nach dem Ozean und fremden Gewürzen. Von nahem ist sie ein Sumpf aus Blut und Ehrgeiz. Die Heimat meines Vaters. Megan Foster ist eine Fremde, aber aus einem unbestimmten Grund will ich ihr trotz ihrer zurückhaltenden Art vertrauen. Sie hat mir geholfen und ich brauche Antworten. Delilah und der Herzog stellen mich als Mörderin hin und lassen meine politischen Feinde vom Kronmeuchler töten. Sie haben mir alles genommen und ich hol's mir zurück. Ja. In dieser harten Welt bist du allein, bis auf wenige Verbündete. Knochenartefakte, kein Knochenartefakt, ach, da. Duellantenglück, geringe Chancen des Kugelstoffes, Leb wohl, Karnaca, Abschied eines Musikers. Ach ja. Okay, da hinten ist eine Rune. Können wir das jetzt auch irgendwie wieder wegpacken? Aha, so. Das ist nämlich ein bisschen unheimlich. Brief von Emily. Wyman. Inzwischen hast du sicher vom Staatsstreich in Dunville gehört. Keine Sorge, ich bin in Sicherheit und verstecke mich weit weg bei Freunden. Ich flehe dich an, geh kein Risiko ein und kehre nicht nach Gristol zurück. Bleib in Morley. Du kannst nichts gegen Delilah ausrichten. Ich habe zwar noch keinen festen Plan, aber du weißt, wie gut ich in verzweifelten Situationen improvisieren kann. Erinnerst du dich, wie ich mit ungerührter Miene den Bericht des Wachoffiziers angehört habe, während ich ohne Hose hinter meinem Schreibtisch saß? Wie ich das überlebt habe, werde ich auch das hier schaffen. Fürs Erste muss ich den Kopf unten halten und alleine handeln. Vertrau mir, wir werden uns wiedersehen. Versprochen, Emily. Geil, dass man so einen Reisebericht machen kann und alles sowas. Finde ich geil. Verzeihung. Es ist kein Palast, aber mehr Münzen konnte ich nicht zusammenkratzen. Anton und ich mussten mit wenig Geld auskommen. Und das gilt nun auch für sie. Wenn es nicht unter ihrer Würde ist, sollten sie alle Wertsachen einsammeln, die sie finden. Wir brauchen Munition, Ressourcen und um die Drahtzieher des Staatsstreichs zu Fall zu bringen. In der ganzen Stadt sind Schwarzmarktläden versteckt. Suchen sie nach einem Symbol, das zwei Hände darstellt. Es bedeutet, dass ein Laden in der Nähe ist. Die Zeichen werden sie leiten.
Natürlich ist es verboten, dort einzukaufen, aber sie verbessern damit unsere Chancen gegen die Truppen des Herzogs. Sokolov hat an dieser Armbrust gearbeitet, ein Geschenk für sie. Wenn sie sie modifizieren wollen, können die Läden auch dabei helfen. Cool, dankeschön. Mein Gott, da ist was drin, da muss ich in den Lagerraum. Ist ja scheiße. Kann auch höher, kann auf das Deck. Ach mein Gott. Schick. Oh, wo sind wir denn? Erstmal alles ausräubern hier. Ich liebe sowas. Ach, Anton Sokolov. Ach. Okay, machen wir mal gegenüber Männern eine Heimreise. Und so. Der hier ist nur Alk. Ratten. Ih, was sind das denn für Viecher? Die sehen nicht gesund aus. Sollte ich sagen, eure kaiserliche Majestät? Es gibt etwas, das Sie und Corvo so bald wie möglich erfahren sollten. Es geht um die Morde überall im Reich, begangen vom sogenannten Kronenmeuchler. Als ich Gristle vor Jahren verließ, schwor ich, mich nie wieder mit politischen Dingen zu befassen. Ich hatte Schlechtes getan, aber auch Gutes, vor und nach der Seuche. Aber hier in Karnaca habe ich eine furchtbare Verschwörung gegen sie aufgedeckt. Hier, ganz unten im Reich, riechen die Kopfsteine nach Tod und Verderbnis. Ich bin mit einer Partnerin, Megan Foster, auf ihrem Schiff, der Dreadful Whale. Wir brechen am Morgen nach Dunwall auf, sobald die Gezeiten es zulassen. Ich denke daran, wie die süße Jessamine Ihnen und Ihrem Vater entrissen wurde. Und nun könnten Sie es ebenfalls mit so etwas zu tun bekommen. Ich weiß, Corvo würde sein Leben für Ihren Schutz einsetzen, aber vertrauen Sie niemandem! Da sind Sie ja, alter Mann. Ich wurde gebeten, Sie zu besuchen. Halt! Was ist mit Ihnen? Megan! Gehen wir, Sokolov, an einen abgelegeneren Ort. Okay. Leute, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.